Willkommen zurück zu God of War Ascensions. Ja, hier haben wir das letzte Mal die beiden Hammertypen erledigt. Und ich hoffe ja nochmal, dass ich da bei dem einen Raum da nochmal hinkomme. So, da ist auf jeden Fall. Warte mal, wie kann ich denn? Ja, so. Okay, Notiz des Propheten Castor. Nach der göttlichen Vision des Orakels Aletheia, den Namen kann ich nicht richtig lesen, ey. Aletheia, haben sich alle Priester und Priesterinnen von Dalphi ihre Aufgaben beim Propheten abzuholen. Aha. Bisschen Leben brauchen wir sogar. So, was haben wir hier auf der anderen Seite? Hier hat doch gerade was geglänzt, ne? Das ist nur. Okay, was will er? Mach dich kaputt, du. Auf jeden Fall können wir hier noch lang. Kann ziemlich hoch springen, der Junge. Gehen wir hier erstmal hin. Ah, versperrt. Alles klar, da war aber ein Hebel. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment, Moment. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier eventuell. Nö. Ich kann hier nicht weiter. Warum nicht? Ist doch blöd. Dann kommen wir. Ich hoffe mal, ich hatte da alles. Da war ja der hintere Raum, den hatten wir ja, ne? Und dann sind wir doch weiter vor. Und dann kam der Raum, wo wir da runtergesprungen sind. Vielleicht haben wir da ja auch alles. Ja, Fahrstuhl. Wir fahren wieder runter. Oh, nicht ganz. Na, ich dachte jetzt gerade Fahrstuhl. Kommen da vielleicht Gegner? Erstmal kaputt machen. Die Grabmäler der verstorbenen Orakel. Verstorbenen Orakel. Es gab also mehr Orakels. Ewige Ruhe für jene, die durch die Augen der Wahrheit gesehen haben. Möge ihr einziger Anblick nun der Frieden im Elysium sein. Okay. Es gab also mehrere Orakels. Oh, da unten sieht es ungesund aus, aber ich will da hinten hin. Jetzt ist die Frage, was bedeuten die Schlangen da oben? Die haben da irgendwas zu bedeuten. Muss ich die vielleicht? Nein! Alles klar, das war mir schon klar, wenn ich da runterfalle. Rätsel hin, Rätsel her. Was muss ich hier machen? Ach, hier kann ich. Aha. Ach, und wir haben hier Gas. Oh je, er stürzt alles ein. Nein, ich war zu langsam. Na gut, ich hab's ja nicht gewusst. Jetzt weiß ich es, jetzt bin ich besser noch vorbereitet. Ah, verdammt. Muss der einen so erschrecken? Schaffen wir es jetzt? Rechtzeitig? Na, ab wo muss ich denn schon springen? Hilfe! Man kann sich auch nicht eher bewegen zum Anfang. Das ist auch fies. So. Seht ihr? Ich kann mich noch nicht bewegen. Jetzt erst.
Jetzt kommt schon das Ding. Na, ich kann es nur immer wieder versuchen. Muss ja irgendwann mal funktionieren. Das ist ja eine Stelle, die ist... ich kann ja auch nicht schneller irgendwie vor nach vorne. Irgendwie. Na, nur mit... Okay. Mit dem hier. Aber dann macht er ja... Hier, nach der Rolle macht er ja erstmal so eine Sekunde, wo man sich nicht bewegen kann. Ist ja auch kacke. Ich kann hier nur... Ah, jetzt. Okay, hier kann ich noch mal. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Ich habe mich verdrückt. Jetzt muss ich wieder von ganz vorne machen. Verdammt. Oh, das ist, Oder hat er da nee, ganz vorne. Wäre ja auch zu schön gewesen. Jetzt mach doch Kratos. Ja gut, fall gleich runter. Ersparen wir uns das Gehüpfe. Boah, da war ich so froh, dass ich das erste hier geschafft habe. Hier darf man nämlich nicht springen. Aha. Man darf bei dem Ehen nicht springen, einfach laufen. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Kleine Bitch, ey. Nawohl. Ja, jetzt will ich aber die Kisten auch noch haben. Eine weitere Feder. Sehr schön. Orbs. Nochmal Orbs. Und ein Auge, ne? Ja. Ein weiteres Auge. So. Kommen jetzt wieder Feinde. Bin kaputt. Mal erstmal alles kaputt hier gespeichert hat er. Hier haben wir wieder das. Oder sind wir jetzt in einem Raum, wo wir vorher eigentlich schon waren? Okay. Muss ich die Gitter? Wieder hier runterfallen. Nee, da muss ich nicht runterfallen, okay. Hätte sein können, ne? Da muss ich erstmal gucken, was ich hier machen soll. Die Gitterstäbe kaputt schlagen? Erstmal Statue kaputt machen. Nee. Ich muss ja hier rein. Haha, haha. Ausgetrickst. So. Jetzt bin ich im hintersten Raum. Komme ich jetzt nochmal zurück? Ach ja. Hier haben wir aber auch nochmal. Na, ihr seid alle eingesperrt. Trotzdem aufs Maul. Weil ihr hässlich seid. Komm her! Kommst du her? Gut, da kann ich nicht mehr zurück. Will ich auch nicht. Da war ja nichts im Raum. Jetzt ist die Frage, warte mal, wir könnten hier nochmal Nebel. Die Dinger konnte man ja nicht kaputt machen. Hier wäre vielleicht noch sowas Türmäßiges.
So, und hier kommt bestimmt gleich ein Gegner, ne? Nee. Nein! Ich hätte Magie gebraucht. Ja, dann müssen wir. Okay, müssen wir irgendwas machen mit dem. Die Tür hier vielleicht. Ach du Scheiße. Okay, jetzt habe ich. Okay, jetzt weiß ich. Da bricht ja auch wieder die Hälfte des Bodens weg. Hier hat er gespeichert. Ja, lassen wir, die Viecher wollen einfach nicht. So, aber hier war noch eine Statue. Die würde ich gerne wieder mitnehmen. So, und dann gucken wir mal. Hier bricht auch alles zusammen. Da kommt ein Flattermann. Zu der Tür kann ich gar nicht. Ah ja, aber auf jeden Fall ging die Tür auf. Oh, brennt erstmal fein. Jetzt werde ich hier auch mal aufpassen, dass ich hier Magie kriege. So, Wechsel. Ich lasse noch mal einmal wechseln. Oh, jetzt. So. Na, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ah, die flattern da. Ah, hier. Kriegt ihr eure Abrechnung. Sind die anderen dann vielleicht auch? Ne, die sind immer noch eingesperrt, okay. So. Haben wir es geschafft. Ach, jetzt sind wir hier unten, aber ja, und wir kriegen wieder so eine Schnäppe, vielleicht drei Stück davon. Oh, die kann man schön. Ach, die kann man aus dem Boden ziehen. Ah, guck mal, wir machen ja gerade mit der Flamme. Ah, wunderbar. Ah, da hinten sehe ich schon. Jetzt sehen wir die Statue noch mal von nahen. So, was macht der? Okay, der macht die Dinger Gitter auf. Ich brauche hier was zum Raufstellen. Ich brauche hier was zum Raufstellen. Gibt es hier irgendwo hier, ne? Kann ich hier? Nee, die kann ich nicht kaputt machen, kann ich auch nicht ziehen. Hier ist nochmal eine Kiste. Ah, mit Lehm. Hier ist ein Hebel. Ah. Okay, das ist so ein Teil. Wahrscheinlich muss ich die Tür hier kaputt machen. Ich kann die nämlich nicht anklicken. So, aber die Frage ist doch, wie ich hier reinkomme. Kann ich das Ding hier verschieben?
Nee. Kann man nicht. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir mit dem Teil hier irgendwas machen können. Vielleicht auch die Tür da hinten auf. Ah. Okay, da müssen wir was anderes mitmachen. Definitiv. So, und jetzt kann ich hier... Aha. Kann hier lang hangeln. Brauche ich jetzt noch mal die Zeit? Ja, ne? Wir können ja mal probieren. Ah. Okay, das ist nur... Okay, da könnte ich so erstmal mal sehen. So, ich mach nochmal. Auf jeden Fall müssen wir die Zeituhr auch kaputt machen noch. Ach so. Was ist denn hier? Atayas Amulett. Eine Halskette, in der die Mächte der Prophezeiung leuchten. Sie wird an jenes Orakel von Delphi weitergegeben. Schließen Sie das Spiel ab, ja. Bla bla bla. Das ist wieder so ein... So ein Gegner, gehen wir gleich gucken. Ich habe hier aber drüben noch was gesehen. Ah, versperrte Tür. Die geht wahrscheinlich auch auf, wenn ich... machen wir den Hebel mal noch. Ah, die geht jetzt auf. Okay. Aha. Gehen wir gleich mal gucken. Aber wir haben doch hier in dem Raum noch gar nicht das Rätsel gelöst. So, diese Tür hier. Hier hat er gespeichert. War hier gerade irgendwas? Nee. Also ich kann... Ach so, unten... Also diese... Ja, das haben wir ja auch noch nicht. Atelia, das Orakel von Delphi. Mithilfe des Uroboros, sind wir hier in Resident Evil Amulett, und des heiligen Nebels von Delphi weist uns das Orakel den Weg mit göttlicher Wahrheit und Weisheit. Auch wieder ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Könnt ihr euch vorstellen, so das nicht auf dem Bild jetzt zu haben, so direkt an der Wand gemalt? Das sieht doch geil aus. So, die Sitzgelegenheiten hier, die kann man ja wieder zerstören. Jetzt gucken wir uns mal den Weg an, der da ist. Ach du liebe Kacke. Was habe ich denn gemacht? Hä? Ist das nur... Ja, egal erstmal, das ist ja nicht so schlimm. Ich wollte ja eh erstmal hier gucken. So, da kann ich darüber. Aber hier waren wir doch schon mal. Wieso ist denn jetzt... Warte mal, hatte ich nicht vorhin hier eine Kiste gesehen? Ja. Wieso ist denn jetzt hier überhaupt eine Kiste? Hier auch eine. Ach, die Tür. Was hat das zu bedeuten? Also ich glaube, ich kann diese Wand aufmachen. Ne, hier waren wir doch gerade. Ach, das ist doch die Tür.
Das ist doch die Tür hier. Jetzt haben wir da einen Durchgang geschaffen. Ja, okay. Und weiter? Was war jetzt hier unten? Okay, hier sind Gegner jetzt. Schmeiß sie mal weg hier. Jetzt kann ich das Ding auch ziehen. Nee, das war doch... Ach, der Raum ist das. Das verstehe ich jetzt nicht. Das Feuer war dann abgedeckt da unten. Hätte ich vielleicht die Statue rausziehen können? Aber hier komme ich doch auch nicht zurück. Da ist doch nur... Hier hatten wir doch die beiden Hammertypen da erledigt. Ich guck nochmal. Hier konnte man aber immer noch nicht weiter höher, ne? Nee. So. Ja, das tut... Moment. Das müssen wir nochmal gucken. Das tut doch hier eindeutig... das Feuer hier abdecken. Aber ich verstehe den den Zweck nicht. Das Feuer hier. Was soll denn das bewirken? Weil die haben ja darauf hingewiesen. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was die damit wollen. Dann ist unten das Feuer aus. So, hier waren wir. Ja, jetzt sind wir hier wieder unten. Ach, Moment mal. Diese Tür hier. Habe ich hier unten irgendwo so einen Zeitanhalter? Ja, war ja auch gewesen, ne? Genau da. Ach, hier gab es noch mal Kisten. Aber immerhin. Ein weiteres Auge. Und noch mehr Orbs. So, mehr scheint es hier nicht zu geben. Okay, das geht aber immer noch um die Tür auf der anderen Seite. Ja, hier wissen wir ja, wie wir hochkommen. Das Tor. Ich brauche doch irgendwas zum... Ach, Moment mal. Jetzt kapiere ich. Ah. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Pass mal auf. Ich brauche ja hier was, um was raufzustellen. So, hier kann von mir aus das wieder normal werden. Das ist ja auch okay. So, und jetzt müsste eigentlich das Ding dagegen, ne? Wir gehen aber nochmal hierher. Was hatte ich jetzt gerade überlegt? Was war denn hier nochmal? Ach so, hier ist der Durchgang. Ja, klar. Hier wollte ich auch her. Pass mal auf.
Ob ich das jetzt noch schaffe, ist fraglich. Nee, schaffe ich jetzt noch nicht. Ich komme auch anders nicht da hoch mehr, ne? Warte mal, ich müsste... Nee, warte mal, doch. Ich muss das nur anders schieben. So ist er zu lahmarschig. Ich muss das von der... Ich muss hier und dann, ne? Oh, das kriegen wir, glaube ich, hin. So, nochmal. Ah, nee. Verdammt. Es hätte aber schon fast funktioniert. Und so kriege ich nämlich die Statue da oben durch. Also quasi. Ah, ich muss so schon wieder einen Schnitt machen. Hier oben ist sie dann. Und dann hoffe ich mal, dass ich sie dann hier so lang schieben kann. Weil anders könnte ich mir das Brett jetzt hier nicht erklären. Ja, hier zieht er das zu langsam. So geht das nicht. So geht das nicht. Der muss das einfach... Wartet mal. Wir machen mal schon mal so. Ach, ich kann ja auch von da... Ach, ja, jetzt, wir brauchen die gar nicht mehr. So, die kann ich gleich hier hinschieben. Na, dann ist ja klar. Deswegen hat er vorhin auch die, das eine Mal die Leiter hier gezeigt, dass die noch weiter runtergegangen ist. Verstehe. Ja, wir kriegen das hin. So, geh mal hoch. Ja. So, und jetzt denke ich mal... So, warte mal. Hier rüber. Und da kann ich sie... Hier ist genau so ein Ding. Ich sehe, runterschieben. Na, so viel zu langsam. So, dann haben wir nämlich was, was wir hier aufstellen können. Bitter? Und dann bleibt die Tür da hinten auf. Dann müssen wir uns bloß noch um diese Sanduhr kümmern. So, hier liegt noch ein Brief. Notiz des Propheten Castor. Das Orakel Aletai hat gerade eine göttliche Vision und darf nicht gestört werden. Alle Suchenden und ihre Opfergaben dürfen nur dem Propheten vorgeführt werden. Okay. So, das mache ich hier noch. Eine weitere Feder, jawohl. Und noch eine Menge Orbs. So, da haben wir die Seite nämlich auch gecleant. Sehr schön. So, das soll es aber erstmal gewesen sein. Das nächste Mal kümmern wir uns dann, wir haben ja gesehen hier, wenn wir die Zeit verlangsamt haben, dass da oben so ein Riss drin war. Und, ich könnte mir vorstellen, dass wir das mit dem Verlangsamungsding machen müssen, was oben ist. Nicht mit dem, also was oben ist und dann schnell, ne? Weil hier brauchen wir einfach zu lange, um da hochzukommen. Ich weiß ja nicht jetzt, wenn man... Ob ich das hier noch irgendwie nutzen können. Das werden wir sehen beim nächsten Mal. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt God of War. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.